to the Alpha Quarter. At least I know the way. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Close to the Sun. Und der Name ist sehr gut gewählt. Zu nah an der Sonne. Zu nah am Feuer, wenn man so will. Da verbrennt man sich die Pfoten. Und die Dimension, die sie anscheinend geöffnet haben, war halt zu nah. Ja, nee, ist klar. Der Kreis muss kaputt sein. Oder der Kreis muss gebrochen werden. Weil must be broken? Kann doch beides bedeuten, ne? Muss gebrochen werden oder muss kaputt sein. Okay. Ich gehe dann mal. Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss mal wieder husten. So, wo war denn jetzt hier? Komm, ich will dann bei den Typen wenig bleiben. Samuel, da muss es. Epsil? Nee. Was sie denn jetzt? Bin gerade verwirrt. Wo war sie denn? Die Ada. Ich glaube hier rechts, ne? Oder? Nein. Mann. Ja gut, hier wird es auch nicht sein. Okay, dann springen wir mal runter. Da müssen wir halt. Das hat jetzt wieder funktioniert, weißt du? Ne, egal. Hoch da, ab da und ab zu Ada. Ein paar Antworten hätte ich jetzt wirklich gerne. Also die haben anscheinend was geöffnet, was sie nicht hundertprozentig verstanden haben. Ja, das ist halt, ne? Warte mal, wo? Oh, warte mal, wir haben doch noch. Oh, Mist. Entschuldigung, wir haben doch noch das andere. Die Treppe, wo der Typ lag. Das habe ich völlig vergessen. Das kennen wir schon. Dann machen wir das jetzt gerade mal. Wo war Ada dann? War das nicht hier? Das war auf der anderen Seite, ne? Ja. Na gut, dann hier nochmal einen kleinen Spaziergang. Das sieht wirklich sehr gut gemacht aus, also. CryEngine, Alter. CryEngine. Warum jetzt auf einmal? Weil ich meine, wir waren ja schon hier, warum? Na komm, hoch da. Aaron Probster mit seiner Frau Marie und den Söhnen Humphrey und Benjamin. Hallo Papa, das ist das Foto, das wir aufgenommen haben, bevor du an Bord gegangen bist. Wir freuen uns auf neue Geschichten bei deiner Rückkehr.
Mama lässt grüßen. Humphrey. Ja, das ist natürlich nicht schön. Und es ist auch nicht schön, dass ich da nicht, Mädel, also ein bisschen Training würde dir nicht schaden. So, wo ist denn jetzt Adas Mann? Verdammt, ich hab's mir nicht gemerkt. Weil wir dann erstmal zu Eliza mussten und so und so und... Kann ja nur hier oder auf der anderen Seite sein. Ja, hier ist es nicht. Und auf der anderen Seite, doch, das könnte klappen. Hoffen wir mal. Ach, kommen wir nicht durch, Mann. Die Frau kann aber über keinen Treppensturz, der dann hier. Müsste das hier jetzt rein sein, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Ada Archer. So. Please work. Yes! Was soll das? Ist nicht witzig. Ich würde die Tür so gern schließen, ne? Ganz ehrlich. Warum ist denn da jetzt auch mal so Licht? Jetzt einfach durchkommen. So, was haben wir hier? Haben wir hier was? Nein. Barkeeper, ein Bier bitte. Ein sauberes. Oder ein kleines Schnäpschen. Sie kommen ja nicht mal. Ach, was ist denn. Also, Mädel. So. Thomas Mitte mit seiner Frau Agnes und Tochter Elizabeth. Bitte komm schnell zurück. Wir werden dich sehr vermissen. Oh. Woher kommt die Lichtquelle? Okay. Na gut. Oh, mal kurz mein Kopf hier. So, Zettel werden sogar weg. Alpha Quartier. Wo ist hier Joy? CF Brown. Miller, also ich glaube, wir haben für die sowieso keinen Ausdruck. Cappucci. Ciao, einige von uns möchten nachts tatsächlich schlafen. Sie müssen nicht damit aufhören, ihre Freundinnen in ihr Apartment zu schmuggeln. Aber bitte, schallen Sie und klären Sie Ihr Zimmer, Ihre schlaflosen Nachbarn. Na, das war ja hier wohl, ne? Ah. Warte. Faust. Anne.
Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet, aber es ist hier nicht mehr sicher. Wir haben alles abgeschlossen und sind mit einigen Leuten von Sigma und Delta gegangen. Komm so schnell du kannst zu uns in den Garten. Warte nicht, geh einfach. Thomas. Oder Thomas. Na gut, ab. Yeah, this is Ada's room, all right. Never did learn to clean her room properly. Das geht aber noch im Gegensatz zu den anderen. Ada, sie hat einen Bar gehabt. Hä? Was bedeutet das Zeichen? Warum ist das immer so random? So versteckt? Ja. Ja. Was mich wundert, ist, gut, es ist ein großes Schiff, breit und lang, aber guck mal hier, wir haben eigentlich so gut wie keinen Wackeln vom Schiff. Also es ist quasi wie fester Boden hier. Okay. Taming a new kind of fire to raise mankind beyond its material limitations. You always did dream big, Ada. Ein neues Feuer zähmen, um die Menschheit über ihre materiellen Grenzen hinaus zu erheben. Damit die Dimension gemeint ist, die sie entdeckt haben? Okay. So weit, so gut. So unspektakulär. Da ist sowas hinter, oder? Das sieht ja aus wie eine Schiene, das ist sowieso angegrabbelt. Ja, können wir bestimmt noch jetzt nicht machen. Gut. Gehen wir erstmal weiter. Hier noch. Ja, komm, lass mich raten. Das muss ich sowieso aufschreiben. Mache ich das hier mal. Gut, das ist. Das Ding und das Ding sieht so aus. Dann lass mich kurz mal die anderen suchen. Da haben wir das Feuersymbol. Und das ist in einem Fünfeck. Ich weiß nicht, wie das gerade heißt. So. Fünfeckigen Würfel. War der andere hier, ne? Ja. Das ist in dem. Warte mal, da muss ich sicher. So rum? So rum. Noch zack, 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 zack. Das ist in dem Teamwürfel. Und dann haben wir noch das. In der Pyramide haben wir die Luft. Ich jetzt mal schauen. So, so und so und
Es könnte Luft, Feuer, Erde und Blitz sein, aber dann fehlt eigentlich noch Wasser. Es sei denn, das Blitz ist Wasser. Aber dann wäre es mehr so geschlängelt und nicht geblitzdingsbumselt. Das haben wir ja, ne? Das haben wir. Oh, I haven't seen this picture in years. We were just kids. Die beiden jungen Raja-Mädchen aufgenommen von ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod. Aha. Hey Rose, where are you? I made it to your apartment, and if we were to make it off the ship alive, I need to understand what's going on. For example, you said a future you wrote me the letter that brought me here. What does that even mean? My research is about exploiting loopholes in the flow of time. So a future me will write that letter and somehow send it back in time to get you here on the Helios. Holy shit! And I think I know how! Listen, Rose, I need you to grab me some very important research. There's a secret room in my room. You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. It's center stage. That's it. You're just going to leave me to figure this out on my own? Have fun! Dankeschön. Du hättest mir auch einfach die Lösung sagen können, damit ich schneller zu dir komme, aber nein! Hier sind ja nur Monster und Verrückte unterwegs, die mich anscheinend irgendwie, oder Psychopathen. Aber nein, lass mich einfach so zurück. Was haben wir hier noch? All those smarts, and you still got yourself mixed up in this mess. Ja, ein Physikdiplom, das er bereits 1883 verliehen wurde. Lügt ja einfach mal so rum. So. Theater. Bühnenmitte. Bühnenmitte. Sieht ja auch so aus, weil auch der Teppich zerknüllt ist. Sag ich doch. Hab ich's doch gewusst. Ich wusste es doch, Alter. Die Frage ist, welche Reihenfolge? Welche Reihenfolge? Wenn wir jetzt mal annehmen, dass das da hinten die 4 ist. Obwohl, von den Ecken her. Von den Ecken her. Okay, warte mal, lass mich nur ganz kurz gucken. Dann müsste das hier 1 sein. Das müsste 2 sein. Das 3 und das 4. Gucken wir mal, ne? Ich müsste eigentlich... Okay, wenn wir die 2 schon vorgegeben haben. Das ist 4... aber nicht. Aber dann müsste das hier sein. Ah, okay, jetzt haben wir das. Warte. Das ist Feuer. Und das ist das Zeichen. Dann fehlen uns nur noch Blitz und Wind. Das kann aber nicht stimmen. Okay. Scheint aber doch zu stimmen. Na gut. Das ist Wind. Das ist Blitz. Dann fehlen uns Feuer und dieses Zwillingssymbol. Stimmt. So, und jetzt haben wir hier Blitz und das ist Luft
Dann fehlen uns nur... muss ich kurz gucken. Feuer und dieses andere Zeichen. Nice. Hat funktioniert. So, was haben wir denn da? Ach, du willst mich doch verarschen. Was soll das denn jetzt bitte? Einen Moment. Kann ich nicht einfach so wieder zurück? Jo, es läuft ein sehr engagiertes Laufen hier. Na gut. Dann mal. Come aboard the Helios. Ja. We'll get together. Have a few laughs. Okay. Hat sich hier quasi einen eigenen Raum geschaffen, wa? Die Ein-Elektron-Theorie erreicht eine Wahrscheinlichkeit von 4 Sigma. Hier dieses Forschungsergebnis verändert die Grundlagen der Physik. Mathematische Fortschritte erweisen sich als korrekt. Dies ist eine Katastrophe, behaupten mehrere Universitäten. Ist aber sehr, schon echt interessant, die Ein-Elektron-Theorie. Ein-Elektron-Theorie, also wirklich, das ist jetzt nichts, was man sofort über den Haufen werfen sollte, finde ich. So, aber, hallo? Da. So, this is it? This is the research that will allow the letter to go back in time? I thought it would be thicker? How's it going? Pretty good, although I'm afraid I found an error in your fancy calculations. That would be the day. What did you find? Well, you've got massless gnome vectors intersecting with relativistic spoon dimensions. None of what you just said makes any sense whatsoever. Love it makes just as much sense to me as this notebook. These equations will allow you to send the letter back in time? Yes, and since you received it, I've technically already done it. Or will do it, depending on how you look at it. Comforting to know that I'll at least live long enough to write it. But the research means so much more. It could do so much more for all of us. Promise me you'll protect it. Promise me. Fine, I promise. But now what? I've divided the research into two pieces. You only have half of it. I'm on my way to pick up the other half. I'm just gonna go through the bio labs now and we'll... What the... Damn it! Rose, I'm trapped! Rose, I'm trapped in the bio labs! Rose? Hello? Rose, can you hear me? Oops! Ada! Piece of shit receiver. Ja, jetzt müssen wir natürlich zu Ada. Und ich muss sie aber korrigieren. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass wir das auch machen. Dass wir sicher sind. Es ist natürlich klar, anscheinend hat sie den Brief schon geschrieben. Und wir haben ihn bekommen. Das heißt, die Notizen sollte sie bekommen. Dass das hier auch kein Paradox ergibt. Aber es kommt auch an, wie die Zeit ist. Ist die Zeit ein Fluss oder ist die Zeit ein Kreis? Wenn die Zeit ganz egal, ob die Zeit nun ein Fluss oder ein Kreis ist, wenn es mehrere Dimensionen gibt, dann kann diese Dimension eine andere sein als der, wo wir die Nachricht bekommen und auch ihr gegeben haben und sicher sind. Es kann natürlich auch sein, dass wir in einer Dimension sind,
wo unsere Geschichte uns nicht rettet. Aber ich gehe davon aus, dass sie uns rettet, weil wir ja sonst blöd sind, wenn wir irgendwann sterben. So, hier mache ich jetzt auch mal eine kleine Pause, denn ich muss was essen, sonst knurrt mir noch der Magen zwischen das Mikro und das muss man nicht hören. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich. Wohl eher nicht, weil ich halt ein Tesla-Fan bin, wie schon mehrfach gesagt. Und ich denke mal, man merkt das auch. Aber ja. Blut abwaschen muss nicht sein, aber das, ja. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Habt einen schönen guten Morgen, guten Abend und eine gute Nacht. Ciao, ciao.